Du fleischgewordener Zustand einer ökonomisch krachenden Kaisersemmel. Du lächerliche Karikatur eines Politikers. Nur um dich finanziell noch wenigstens ein paar Monate über Wasser zu halten, wirfst du alle Grundsätze und jegliche Restbestände von Charakter über Bord und denunzierst jenen Menschen posthum, der selbst dir einst einmal eine Chance gegeben hat. Zugegeben, keine große, denn über den Radius eines Zeitungszustellers hast du es bei Jörg Haider in den mickrigen 4 Jahren deiner Dienerschaft eigentlich nie geschafft. Aber dank Jörg Haider und seiner leider lückenhaften Menschenkenntnis durftest selbst du einige Zeit als Lückenfüller im Parlament sitzen, ansonsten wärst du bis heute im Studentenheim Klagenfurt mit einer unvollendeten Udo Jürgens Anbetung beschäftigt. Dein einziges politisches Vermächtnis sind die Flügelschuhe, dein 1000er Block im Solarium und ein mittlerweile an Abartigkeit grenzendes schrilles Auftreten, das halb Österreich, nein, ganz Österreich über dich lacht, dürftest du in deinem übersteigerten Selbstbewusstsein nicht einmal mehr merken. Werte wie Loyalität, Wahrhaftigkeit und vor allem Freundschaft und Dankbarkeit scheinen dir überhaupt fremd zu sein. Du verkaufst dich als großer Mastermind, doch in Wahrheit durftest du gerade einmal Presseaussendungen tippen. Du verkaufst dich als einstiger Hoffnungsträger, bist denn noch Zeit deines Lebens Kofferträger geblieben. Du glaubst auf Basis deiner von dir in die Welt gesetzten billigen Heftchen die Deutungshoheit über das politische Leben und das Vermächtnis Jörg Haiders zu haben und schaffst es ja selbst nicht einmal, zu den Deutungen deines Lebens zu stehen. Du glaubst, dich vom Saulus zum Paulus zu wandeln und wirst Zeit deines Lebens ein allzu billiger Judas bleiben. Lang habe ich deinem Treiben zugesehen. Nur jetzt reicht's. Halt einfach deinen Mund. Petzner, der schon im BZÖ-Wahlbroschürenprozess mit einigen Aussagen aufhorchen lässt, macht zuvor beim ORF-Moderator Hanno Settele deutlich, dass er fast alles für einen Wahlsieg gemacht hätte. Er packte im Wörthersee-Stadion aus, wie die Kärnten wird Tschetschenen-frei-Kampagne inszeniert wurde. Im Frühjahr 2008 wird demnach ein Kärntner von einem Asylwerber aus Tschetschenien verprügelt und schwer verletzt. Ein Einzelfall, wie Petzner jetzt zugibt, aber er und Haider hätten diesen Zwischenfall genommen und eine ganze Kampagne gestartet. Die Kärntner sind aufgefordert worden, problematische Asylwerber zu melden. Die Drähte bei einer extra eingerichteten Hotline liefen heiß. Petzner sei die zweifelhafte Kampagne selbst eingefallen, eingehüllt von Rauchschwaden nach 5 Kaffee Latte in seinem Büro. Als er sie Jörg Haider präsentiert habe, habe dieser nur geantwortet, geil, das mach ma. Für sein Wutvideo bekommt Gerald Groß von seinen Facebook-Fans Unterstützung. Da heißt es, lieber Gerald Groß, hier gebe ich dir vollkommen und ehrlich recht zu diesen Worten.